Besondere an diesem Abend ist zum einen der Perspektivenwechsel, nämlich dass die Zuschauer auf der Bühne sitzen und in den Zuschauerraum schauen. Auch das Besondere ist, dass die Tänzer ganz nah an den Zuschauern dran sind. Das war mir ein großes Anliegen für unsere erste Produktion, eine andere Nähe herzustellen. Schlaf basiert auf der Urfassung von dem Märchen der Gebrüder Grimm, also aus der Sammlung. Ein König, eine Königin kriegten gar keine Kinder, wünschen dieser große Kinderwunsch, wird erfüllt, eine Tochter wird geboren, der aber beim Tauffest durch die 13. Fee, die nicht eingeladen wurde, bei uns die Fee des Unbekannten, diesen Fluch ausgesprochen, dass sie an ihrem 15. Lebensjahr am Geburtstag sterben soll. Es gibt noch den Wunsch der 12. Fee, bei uns die Fee der Liebe, die diesen Fluch lindern kann. Tatsächlich, an dem 15. Geburtstag sticht sich das Dornröschen und fällt in einen 100-jährigen Schlaf. Diesen Schlaf, das ist die große Veränderung bei uns, indem wir da einen Perspektivenwechsel einlegen. Wir zeigen, was im Schlaf stattfindet. Wir kennen alle die Situation, eine Entscheidung zu überschlafen und mit dem richtigen Impuls oder mit einem Impuls aufzuwachen. In diesem Märchen werden dem Schlaf 100 Jahre einberaumt. Und bei uns während diesem Schlaf tanzen die 12. und die 13. Fee. Und die 13. Fee wird letztendlich von der 12. Fee der Liebe integriert und in einem Pas de deux am Ende davongetragen. Ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir die 13. Fee nicht als die Böse darstellen, etwas Polarisierendes, sondern als die Fee des Unbekannten. Wir können oft, das Unbekannte macht uns oft Angst. Und in dem Moment, wo wir das Unbekannte überwinden und in unser Leben integrieren, dann können wir auch einen neuen Entwicklungsschritt machen. Und das zeigen wir eigentlich auch damit. Erst wenn das Unbekannte verinnerlicht wurde oder integriert wurde, kann auch der Prinz kommen. Es geht mir darum, an einer Tanzsprache für das 21. Jahrhundert zu arbeiten, die aber sich aus der Tradition schöpft. Das Schöne ist auch jetzt, die Tänzer und Tänzerinnen während dieser Arbeit wachsen gesehen zu haben und jetzt, wo wir in die Vorstellungen gehen, sie in den Vorstellungen zu begleiten.